herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Schön, dass ihr mit dabei seid. Oh, kurz googeln, ich habe gerade krachen gehört. Jo. Da hat sich ein Matschauge verirrt. Und mehr? Nö. Eins hat Summe, die sich hier verirrt hat. Gut. Dann wieder drin. Wir räumen jetzt mal kurz schnell den Kram aus dem Auto weg, was von der Horde kommt. War doch mal eine schöne Horde. Gemütlich. Haben wir geschafft. Ich räume gleich den Kram, der verkauft wird, so hier drin. So, wurde einmal kurz. Einmal reparieren. Den kannst du reparieren. Den kannst du reparieren. Den und den. Mir ist das erinnert. Nein. So, hau rin, hau rin, hau rin. Komm, da fehlt noch was, ne? Jo, hau rin. Ich glaube, da war noch was. Jo. So, der Rest kommt alle so runter. Viel ist das eigentlich nicht, was wir bei der Horde ergattert haben. Nur mal so nebenbei bemerkt. Viel ist das wirklich nicht. Gut, das muss gleich noch in den Verkauf. Den können wir schreddern. Ansonsten, das geht erstmal alles runter, ne? Ja. Rin in die gute Stube. Aber immerhin, immerhin. Gamestage sehr hoch gebracht. Und das ohne irgendwie Huschieten oder so. Bier ist immer gut. Nochmal ein bisschen Erbsen. Die gehen ja natürlich auch drin. Das machen wir mal eben schnell zusammen. Dosefond. Wunderbar. Ein bisschen Hundefutter. Dorin. Ist ja deutlich viel, ne? Roter Tee und Kaffee. Roter Tee kommt hier drin. Zack. Kaffee, das kommt in hier mit drin. Dann haben wir noch ein bisschen goldroten Tee. Zack. Und ansonsten noch eine Groserienfleischration. Sehr schön. Etwas Thunfisch. Da. Gute Schemdöschen. Rinder. Und dann natürlich nochmal Lachs. Wo haben wir denn den guten Lachs? Den haben wir ziemlich selten. Da. Naja, so selten und auch nicht. So, das war's an essbaren Allees, ne? Ich konnte die leeren Gläser hier nochmal nach oben schmeißen, aber ansonsten haben wir nichts Essbares. Nein. Gut. Muni kommt wie immer hierin. Wunderbar. Schrot haben wir sowieso viel zu viel, also hau rin. Das ist sehr schön. Das ist übrigens schon die 4. Schrotkiste. Dann haben wir noch ein bisschen 44er. Zack, zack. Und einmal 7,62er. Die ist voll. Hier, hau rin. Und sonst ein bisschen 9 mm. Die ist auch voll. Zack, zog, zack. So, und der Rest, das kommt ganz runter. Das kommt ganz runter. Aber der Rest kommt in alles. Jo. Fast, das kommt auch runter. Hier nebenan rein. Sehr schön. Den haben wir das hier auch schon wieder weggeräumt. Nicht hier, sondern hier. Da hätten wir einmal Stahl und Eisen. Hier, geschmiedeter Stahl. Hau rein. Geschmiedeter Eisen. Und jetzt soll ich mal was googeln. Ihr schriebt in mir, ich habe auf Pflasterschein Stein reingepackt. Tatsächlich. Das sollte natürlich nicht der Fall. Das habe ich nicht gesehen. Der kommt natürlich auch runter. So, der geht da mit drin. Das geht hier drin. Und dann haben wir noch ein bisschen Stoff. Da. So, das wär's auch schon, ne? Das geht alles jetzt ganz runter. Gut, gut. Wir haben Nebel, wie es aussieht. Ein bisschen Eisen. Ein bisschen Blei. Haben wir schon wieder fast nix. Ein bisschen Messing. Wunderbar. Und ein bisschen Stein. Sehr schön. Gut, das freut mich. So, ich will hier jetzt gar nichts anschmeißen. Das machen wir später. Ich möchte gehen mit dem Tunnel wurde machen. Da wurden wir so abrupt unterbrochen. Sprit haben wir noch genug. Was ich jetzt allerdings gerne mitnehmen möchte, ist, damit wir schon mal die ersten Sachen da festdecken können. Ein bisschen Beton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte erstmal reichen. Ein bisschen Pflasterstein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte auch erstmal reichen. Holz sehe ich da so leichte Problemchen? Ja. Ich bin am überlegen, ob wir nicht noch einmal schnell Holz besorgen, bevor wir darüber gehen. Weil mit dem bisschen werden wir nicht weit kommen. Wir werden auch noch jede Menge Frames machen müssen. Besser wäre das, ne? Besser wäre das.
dann nehmen wir mal mit. Schaden kann es nicht. Wir haben mal unseren Luxuswald. Dann säbeln wir dann mich einmal kurz durch. So, mal auf. Jetzt nehmen wir aber wieder unser Motorrad. Da sind wir etwas mobiler. Ach ja, natürlich. Die gute Uji, wo bist du denn? Da. Früh am Morgen, genau. Morgentraining dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen, ne? Uji muss kommen. Uji muss kommen. Ne, mein Herr. Unterlässt du das bitte? So, da kommt noch so eine Stalkerin. Danke, die Dame, bitte. Da ist noch so ein Hannes. So, irgendwas vergessen? Ne? Man sieht ja nicht Fieber im Nebel. Das kommt ja noch dazu. Gut, denn jetzt zu den Bäumchen rüber. Ja. Weihnachten ist vorbei, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wir haben Februar. Ich bin schon wieder im Weihnachtsstimmung. Kann man eigentlich keinem erzählen. Das kann man nicht keinem erzählen. Ich mag einfach die Weihnachtszeit. So, dann nehmen wir die Säge in die Hand. Einmal kurz voll machen und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein, zwei Stacks, dann haben wir auch genug. So, ich glaube, das reicht. Wir haben jetzt 2,5 Stacks, damit kommen wir eine ganze Ecke weiter. Und aus den ganzen Bäumen einen Honig. Einen einzigen. Okay, das ist sagenhaft. Das ist wirklich sagenhaft. Aber dann pflanzen wir mal gut wieder die Dinge ein und den können wir auch rüber. So, den haben wir es dort, den haben wir es dort. Den hauen wir, das denkt man, nach unten rein. Das werden wir eh brauchen. Gut, die Frames auch. Aber wir fahren jetzt erstmal rüber zum Tunnel. Wegen dem einen Honig fahre ich jetzt nicht nach Hause. Das lohnt sich nicht. Wo sind wir überhaupt mein Motorrad? Boah, irgendwo. Das brauchen wir natürlich auch. Gut. Game Stage waren wir, glaube ich, genau. 472. Oh, komm, doll langsam. Neues Ziel ist natürlich 500, aber ich denke mal, die werden wir erreichen. Also... da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ich sehe gerade, wir haben Kohle direkt vor der Haustür, aber... ja gut, warum auch vor der Haustür gucken, wenn man dann woanders stundenlang rumsuchen kann, ne? Ne, jetzt geht's aber eh erst mal erstmal. Den wollen wir ja auch irgendwann mal fertig kriegen. Zum guten Tunnel. Sehr, sehr schön. Mit der nächsten Horde haben wir jetzt wirklich erstmal wieder ein bisschen Zeug. Ich sehe, es war nicht ein Top-Zustand, aber nur... eine Klingfalle ersetzen, ein bisschen rüber reden, Waffen auffüllen, mir ist es ja nicht, also daher. Wird es schon. Komm, danke. Ich weiß auch, dass ich bei den zwei vorletzten Folgen, ja, die waren etwas überlang, aber das kann passieren. Das war zwar nicht so geplant, aber... wenn man irgendwie gerade irgendwie voll konzentriert auf was dabei ist, dann vergisst man auch gerne mal die Zeit. Leider auch beim Aufnehmen. Kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr was daddelt. Ihr denkt, ach komm, ein Stündchen geht noch. Und auf einmal sind es 2, 3. Das passiert schneller, als man denkt. So, der Eingang wo hier, ne, das Loch, ne? Ejo, den stellen wir ab, da, Mobbit. Du passt noch nicht durch. Wo ist denn... da ist das Loch. Gut, und wir gehen einmal kurz bis hinten durch. We'll be right back.
Mir kommt dieser Tunnel aber auch von Mal zu Mal länger vor, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir sind jetzt angekommen, sehr schön. Ne, warum ich den ganzen Kram mitgenommen habe, ich möchte das Hygiene schon mal verstecken. Weil erstens habe ich Angst, dass wir kriegen hier öfters Besuch von hinten, dass die Zombies das hier irgendwann kaputt prügeln. Und zweitens haben wir sonst später so viel auf einmal. Da können wir Stück für Stück gleich mitmachen, bevor wir jetzt weiter wohnen. Da denke ich mal, gehen wir jetzt auch erstmal bei. Materialien haben wir deswegen extra mit. Also bis gleich. Okay, das hat doch nicht gereicht. Wer hätte es gedacht? Holz haben wir noch ein bisschen über, aber Cobblestone und Beton haben wir komplett verbraucht, aber fast. Gut, dann lassen wir das letzte Stück hier erstmal. Hier bin ich mir sowieso noch nicht so ganz sicher wegen der Schräge. Aber zumindest... Naja, gut, hier kommt ja auch noch was vor. Kann man ja zumindest aus Holz machen. Aber zumindest der Tunnel selber ist schon mal komplett versteckt, zumindest der Anfang. Hier ist er natürlich noch nicht fertig. Das ist klar. Aber ich habe die Kerzen vergessen. Irgendwas vergisst man immer, ne? Irgendwas vergisst man wirklich immer. Das ist furchtbar. Aber es gab in der Zwischenzeit auch mal wieder ein Level-Up. Wir haben schon fast den zweiten Level-Up. Es lüft also alles. Games jetzt sind wir mittlerweile bei 475. Lüft also alles. Sehr schön. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal hier weiter. Und hier muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich wollte den Bohrheim-Mensch. Weil wir haben immer das Problem, dass wir oben nicht ankommen. Ne? Ja, mal gucken. Und dunkel ist es auch gerade. Habe ich überhaupt Licht? Ja. Aber wir mal wieder wie immer schlechtes Wetter haben. Ah, warte mal. Komme ich von hier aus, wo ich jetzt stehe, an? Da muss das doch gar nicht, ne? Oder? Ah, schlecht, ne? Aber es geht. Ich glaube, das ist mir schon die richtige Höhe. Nee, 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 kommt hier einfach, wir hatten nicht mal Eisen, kommt hier einfach die Uschi vorbei, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo seid ihr alle? Die gute Uschi von Ehrmann. Komm her, Mensch. Du hast der Money, ja, aber ich habe eben noch einen Joule gesehen, ist er jetzt da in den Tunnel gelatscht oder was? Ich habe Leute, der klemmt da am Baum, ich glaub's ja nicht. Du hast der Joule, okay,
Ich habe eben noch eine Spinne gesehen. Die waren doch gar nicht tot. Meine ich. So, aber erstmal er hier. Die ganzen grünschweren Jungs. Mach einen Abflug, Mensch. Ich brauche hier Kinder. So, du auch nochmal. Fieber, wer haben wir jetzt das zweite Level-Äppchen? Okay. So, war's das denn jetzt? Sieht fast so aus. Oh, diese Verstauchung. Gut, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch gar nicht allzu viel gebohrt. Aber es ist halt auch immer das Problem. Man sieht da hinten so schlecht. Da habe ich ja aufgegessen, die Bergbaulampe. Man sieht hier wirklich so schlecht. Irgendwie. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich auf der richtigen Höhe bin. Ich glaube ja, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier noch ein bisschen weitermachen. Das nützt alles nichts. From this tree I've been in, I need to get in closer to you. I swear you might not see. Oh baby, I'll be waiting. So, auf jeden Fall. Ja gut, ich habe versucht, hier so ein bisschen weiter zu bohren. Ich glaube, so viel ist es trotzdem nicht. Aber das ist echt unglaublich viel. Naja gut, Steine haben wir jetzt erstmal. Den hauen wir da jetzt erstmal blöcke rein. Aber nach Hause müssen wir das so oder so einmal, weil erstens brauchen wir mehr Sprit. Das geht doch schneller weg, als ich dachte. Und zweitens haben wir eh die Kerzen vergessen, die wir brauchen. Und warum haben wir Hühner im Tunnel? Das ist kein gutes Zeichen. Hühner sind immer ein schlechtes Omen. Aber hauen wir jetzt erstmal die Blöcke rein. Sehr schön. Zumindest können wir uns jetzt für die nächste Zeit erstmal nicht mehr über Stein beschweren. Hier wird ja noch viel, viel mehr rauskommen. Und halt auch noch andere Ressourcen. Ich hoffe nur, ich bin jetzt einigermaßen gerade. Dadurch, dass der Stein so eine beschissene Farbe hat, sieht man teilweise echt ganz schlecht, ob noch irgendwo ein Pündübel hängt oder nicht. Und ja gut. Ansonsten müssen wir da halt mal ein bisschen nachjustieren, wenn irgendwas nicht ganz gerade ist. Wird man schon merken. Und dann können wir auch gleich eine Bergbaulampe von zu Hause mitnehmen. Es dürfte in der Nacht mal wieder etwas dunkler werden. Kennen wir ja auch schon. So. Aber es ist immer noch ein Kilometer, ne? Obwohl wir denn ist der Tunnel ein bisschen länger. Wo wir schon so ein ganzes Stück hier gemacht haben. Jojo. Ich hoffe, die Höhe kommt hin. Müsste sie eigentlich, ne? Eigentlich schon. So, warte mal, wir stellen einmal kurz neue Frames her. Holz haben wir noch ein bisschen. Machen wir 200 Stück. Dann ziehen wir hier zumindest schon mal die Decke rein.
bevor wir denn die Winde machen. Dann wissen wir zumindest, ob wir oben gerade sind. Ich habe das Gefühl, es wird und wird nicht weniger, als wenn wir uns auf die Stelle bewegen. Das ist ja extrem mit dem Tunnel. Aber bis jetzt ist es zumindest gerade, wie es aussieht. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Wollen wir den mal. Hier ist eh in der Nähe nicht ganz. Zack, die ist zu weit. Hier ist uns zu viel. Da auch. Okay. So, hier geht's nämlich los. Hier geht's nämlich los. Hier ist alles noch zu viel, ne? Sag ja, das sieht man ganz, ganz schlecht beim Bohren. Vor allem, weil die Ecke hier ja auch so dunkel war. Nee, ich habe gesprungen, mein Freund. Mehr nicht. So. Ah, der hier ist schon richtig. Jo. Hier muss natürlich auch. Das dachte ich mir nämlich, dass das nicht alles original ist. Das ist sehr schön. Hier ist aber zu viel. Zack, zack. Und dann nochmal gut. Wie gesagt, müssen wir zwischendurch mal nachjustieren. Geht hier alles? Teilweise aber auch echt Angebot ist es ja. So. So, zack. Und hier ist sogar noch komplett zu viel. Eine ganze Ecke vergessen. So, hau rein. Sehr schön. Dann haben wir zumindest das schon mal. Gut, das ist ein Stückchen weiter, als wir sonst haben, ne? Trink mal was, mein Freund. Aber trotzdem noch lange kein Ende in Sicht. Noch lange kein Ende. Zumindest haben wir das Stück hier schon mal. Warte. Stein kann mich nicht beklagen. Denn wenn wir jetzt einmal kurz abzählen hier. 1, 2, 3, 4 hatten wir mal dazwischen. Das heißt, hier ist jetzt der 5. Oder? 1, 2, 3, 4. Ja. Einmal bis oben hindurch. So, das gleiche nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Zack, zack, zack. So. Ja. So, das dazwischen kommt ja alles noch. Und hier wäre das gleiche wieder. Und das Dunkel haben wir schon geschafft. 1, 2, 3, 4. Dann müsst ihr hier wieder. Ich wünschte bloß, man könnte hier wirklich beim Stein besser erkennen, was man noch übersteht und was nicht. Und so, 1, 2, 3, 4, jo. Hier denn nochmal hin? Ich meine, das war früher auch mal so bis zur Alpha 17, dass man das besser auseinanderhalten konnte, aber keine Ahnung, warum das geändert wurde. Sehr schön. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4. Zack, den hier. Dürfte auf jeden Fall gleich dunkel werden hier. Und hier wäre sowieso 1, 2, 3, 4. Okay, hier fehlt noch ein Stück. Aber hier muss auf jeden Fall noch hin. So. Gut,
Das wird auf jeden Fall ein schöner Tunnel. So viel kann man schon mal sagen. Das hier machen wir ja natürlich auch. Oben machen wir denn... Ja, das kriegen wir schon hin. Schöner, gemütlicher Tunnel, wo wir dann durchbreddern können. Natürlich nicht in die Wände tätschen, das gehört sich nicht. Aber ansonsten... Und hier müsste ich eigentlich wirklich... Das ist natürlich doof. Einmal... Zwei weiter... Damit wir zumindest einen ordentlichen Abschluss haben. Da kann ich so lassen hier. Hier ist sowieso irgendwie schon halb angebohrt oder so. Das sieht zumindest danach aus. So, den rein. Da müsste natürlich... Was ist denn das hier schon wieder? Das ist ja... Schiefi. So ist richtig. Jo. Bis dahin müsste das ordentlich hier unten auch immer. Hm? Aber hier sieht man das. Man sieht das so extrem übel schlecht. Okay, hier denn auch nochmal. Hat man auch das Ganze etwas schwieriger, als es ordentlich sein sollte. Sehr schön. Der noch weg. Mit der Spitzhacke sieht man es ein bisschen besser, aber auch nur, weil wir da Licht dran haben. Man kriegt ja leider an dem Bohrer kein Feuer, oder? Ich habe es nie ausprobiert. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Oder würde man zumindest besser sehen damit, nicht? So, hau mal Rinder. Ja, ja, das Ganze müsste hier unten auch nochmal... So, hau rin und hau rin. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Stückchen, was leicht im Weg steht. Und dann haben wir auch einen vernünftigen Abschluss. Das muss hier, Leute, das sind ja nur zwei Blöcke. Schon wieder Zombie-Besuch? Komm hier auch am laufenden Band. In Ruhe arbeiten lassen sie einfach auch nicht. Ah, sehr schön. Der muss natürlich auch weg. Das hört sich echt nach Zombie-Besuch an. So, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal Blöcke rennen. Hier natürlich auch, damit wir es hier ordentlich gerade haben. Sehr schön. Das gleiche auch nochmal hier. Nein. So. Sag ja, das sieht man nicht, das sieht man nicht. So, das Stück hier muss noch weg. Dann haben wir zumindest einen sauberen Abschluss. Und jede Menge Stein. Ich sag doch, Zombies. Und ich glaube, der buddelt oben rum. Ich will keine Löcher in der Decke. Die sind aber auch nicht in der Lage, hier den Eingang zu finden, irgendwie. Nur mal so nebenbei bemerkt. Sehr schön. Ja, ja, ich muss einmal ganz kurz. Sonst gräbt er mir hier durch die Decke. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Irgendwo hier muss er ja reingebuddelt haben. Da ist er ja. Das Bananenbäuchchen. Hat er hier gebuddelt oder was? Jo, und zwar vom Allerfeinsten. Bist du deppert oder was? Das muss ich erstmal stopfen. Ich meine, wir haben zu Hause mal Erde. Das müssen wir mit Erde stopfen, die wir zu Hause haben, damit es ordentlich aussieht. Aue! Das ist schlimmer mit ihm gebuddelt. Das ist ganz schlimm. Die sind nicht in der Lage, den Eingang zu finden.
Gut für uns, schlecht für die Landschaft. Gut, was ich doch jetzt nur wollte, ist hier einmal kurz das letzte Stück. 1, 2, 3, 4, genau, da kommt der hier mich hin und wir haben einen überstehen. Wunderbar. Ja, ja, ich weiß, du hast Hunger, mein Freund. Du hast Hunger. Nix gemacht, aber Hunger. So ist das heutzutage in der Apokalypse. So, da denn? Hier einmal lieber erzählen, ne? Ich kenne noch mal einen schiefen Blick. 1, 2, 3, 4. Hier müsste es. So, und dann werden wir erstmal nach Hause gehen. Wir werden die Fackeln mitnehmen. Wir werden den Mutterboden mitnehmen, damit wir es oben flicken können. Und wir werden eine Bergbaulampe mitnehmen. Alles vergessen. Damit wir hier zumindest beim Arbeiten etwas mehr Licht haben. Und wir werden uns vielleicht noch was zu essen kochen. Das wäre auch nicht verkehrt. Weil so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Dann können wir auch gleich die Steine zu Hause ausladen. Dann passt dann auch alles. Oder? Ja. Ja. Aber immerhin, immerhin. Sonst haben wir immer nur 2 gehabt. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 sogar gemacht. Also es war mal ein bisschen mehr. Und er zeigt immer noch 1 Kilometer an. Das ist schon heftig. Das ist schon sehr, sehr heftig. Aber immerhin fühlt man sich schon mal wie im Tunnel, ne? Das ist ja schon mal was. Gut. Dann sind wir für heute aber am Ende. Ich werde mich auf den Weg nach Hause begeben. Den Motorrad haben wir am anderen Ende, ne? Und den hören wir uns morgen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.